Wie würdest du beschreiben, los, das, was machen die für Musik? Also, das ist eindeutig auf Blues basierendem Rock und Blues und Boogie Trash. Also, das ist eigentlich der Ursprung. Wir haben zwei Seiten angefangen. Einerseits die Schlagzeug-Gitarre-Geschichte. Also, es sind zwei und Schlagzeug. Wir sind zwei, genau. Also, los, das sind zwei. Das ist Schlagzeug und das ist eine Gitarre. Und angefangen haben wir aber als Ukulele-Duo. Das ist gerade der ganz einfache Grund, dass ich schon sehr lange Ukulele gespielt habe und dann den Luca kennengelernt habe, der sehr gut Schlagzeug spielt und sehr, sehr veritabel Gitarre spielt. Und ich fand, das ist genau wie man auch den muss Ukulele lernen. Ein Rhythmiker, oder? Dass ich nachher wieder kann von ihm die schönen Strums lernen und so. Und so haben wir angefangen. Und dann haben wir die Ukulele-Geschichte gehabt, das haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt. Und dann haben wir die Boogie-Geschichte gemacht mit Gitarre und Schlagzeug, was eigentlich unser Hauptfach ist. Und das tönt wie? Kannst du mal irgendwie so... Nach Boogie Trash, nach ganz simpel. Do the boogie boogie, boogie boogie, do the boogie boogie, yeah, do the boogie. Leicht repetitiv aus. Es kommt immer, es ist ja Boogie und es ist immer raus, rein, raus, rein. Und ziemlich fertig. Ja. Ziemlich fertig. Im Grunde genommen ist ja, das ist ziemlich energetisch und wild gewesen, die Boogie-Geschichte eigentlich. Und jetzt haben wir eine CD rausgegeben und machen ein paar Konzerte, die anders stöhnen. Könntest du beschreiben, wie das ist, was sie jetzt machen? Ja, wir haben im 2008 eine CD rausgegeben, die Boogie heisst und so geladen war. Und dann haben wir das gespielt und dann haben wir nebenbei mal angefangen, so Spaghetti-Western-Musik komponieren, proben, aufnehmen im Duo, im Trio, mit dem Flo Goethe, mit dem Bass, mit dem Michael Fluri, mit der Posaune. Habe ich angefangen, so Zeug komponieren in eine andere Richtung, die mich schon immer bewegt hat. Das sind so Gitarren, Melodien. Und das haben wir jetzt angefangen umzusetzen während drei Jahren. Und haben jetzt eine neue CD gemacht, die Hermanos heisst, und ein kleines Orchester umfasst, wo Spezialisten für Spaghetti Western eigentlich einbezieht und wo wir eingeladen haben und wo gerne mitgemacht haben. Und da hat es das Klavier, das Harfe, das Posaune, das Cello sogar. Zwei Schlagzeug, zwei Bass, das ist so. Das ist jetzt die neue Arbeit. Wie muss man sich Spaghetti-Western-Musik vorstellen? So wie Ennio Morricone? Spiel mir das Lied vom Tod, oder? Das ist eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Ennio Morricone ist ein grosser Vorstreiter. Und die 70er Jahre und die 60er Jahre Western, das hat mich total beeinflusst in der Jugend. Im Kino Wilde Mann früher, ist man mindestens einmal in der Woche so ein Sergio Leone schauen. Oder? Wo war das Kino Wilde Mann? Das Meidorf. Das Meidorf im Zürichsee, im Wilde Mann. Die haben das geboten. Und auch, abgesehen von auch alle Kung Fu, alle Bruce Lee-Streifen, Jackie Chan, das haben wir also alles reingezogen. Und diese Musik ist ja von Anfang an ein Kracher gewesen. Gerade das Lied vom Tod, das ja immerhin mal glaube sogar eine Oscar-Nomination gehabt hat. Aber glaube nie eine gegeben hat. Kannst du mal ein paar gehört spielen, wie das so tönt, das Spaghetti weiss? Und sie gesagt, wenn ich weiss, du hast jetzt natürlich kein Orchester dabei. Die neue CD, oder hat das auch als Untertitel, ist Musik zum imaginären Spaghetti-Western. Siehst du, wo du komponiert hast oder wenn du spielst? Ja, ich glaube schon, es ist schon eine Bildergeschichte. Und ich hatte auch die Idee gehabt, dass wir eigentlich ernsthaft einen Western machen wollen. Und der hat dann eigentlich den Titel Los Dos Hermanos gehabt. Jetzt ist es aber so, dass die CD von Hermanos heisst schon mal.
Und ich habe mit dem wunderbaren Comics-Zeichner Thomas Otte zusammen einmal so eine Geschichte umstudiert von den zwei Brüdern. Er hat dann so ein Grimms Märchen geschrieben von den zwei Brüdern, den Ungleichen, was ja der Luca und ich gewesen wären. Aber wir sind ja 20 Jahre unterschiedlich alt. Also haben wir sehr ungleiche Eltern gehabt, aber sind dann gleich Filmbrüder gewesen. Und haben dann mal sogar so einen Teaser gedreht im Dessin. In diesen Wechseln, wir wären einfach Erben von einem erfolglosen Goldgräber gewesen. Und entsprechend hätte ich natürlich das Besteck vom Goldgräber geerbt und der Jung glücklich schön das Huhn. Und das Huhn hat natürlich dann goldige Eier angefangen zu legen. Und ihm ist gut gegangen. Und ich habe dann geschuftet in diesem Film. Und die Geschichte gibt es einmal. Und wir haben dann gemeint, wir müssten die Musik, die wir jetzt da 3 Jahre gemacht haben, die ja über 3 Stunden Material ist, müssen wir in einen Film hineinpacken, also einen Stummfilm, wo einfach die Stimmung hast, die Musik, und so Bilder von so Hillbillies, wo irgendwie so ein bisschen... Unter blauem Himmel. Und blauem Himmel oder auch Regen. Es hätte auch durchregnen können, wenn es dann so weit gekommen wäre. Also, aber zu dem Film ist es dann nie gekommen. Ich habe mich mit Produzenten zusammen da und besprochen, und das hat keinen Humus gefunden, die Schweizer Filmbranche, bei den Leuten, die ich kenne und Zugang habe und gefragt habe. Also habe ich dann gesagt, okay, dann vergessen wir den Film, dann machen wir den imaginäre Film-Soundtrack fertig, und das ist jetzt passiert. Und die CD heisst darum natürlich auch Hermanos. Eine CD ist eigentlich relativ ein altmodisches Format. Heute wird die meiste Musik im Netz oben runtergeladen. Kannst du etwas dazu sagen zur Ökonomie von der CD, was du dort zahlst, um das produzieren, wo der Kohle herkommt? Ja, es ist eine, natürlich, wie soll ich sagen, eine sentimentale Geschichte auch. Also, ich habe auch lange am Vinyl festgehalten und ich hänge eigentlich immer noch am Vinyl fest. Und ich finde, also die CD ist ja, so wie wir es machen, ist es dann immer sehr liebevoll verpackt, und wir versuchen so wir haben eigentlich unsere eigene Nische gebaut, indem wir immer sehr aufwendige Covers machen, wo dann aber in einem Druckbogen hast du dann eigentlich das Coversplakat und eine Anzahl Flyer und für jeden ein Visitenkärtchen, und das ist relativ teuer, das kostet dann mal 3'000 Stutz nur schon mal das Cover drucken in einer Auflage, wo du nachher 2'000 Covers hast parat. Also was kostet dich in der Produktion dann nicht CD? Also rein technische Kosten ohne Studio. Ja, ja. Also die Presse kostet 1 Mill in der Schweiz für 1'000. Und das Cover hat jetzt 3'000 gekostet, was sehr komfortabel ist. Aber wenn wir das zurückrechnen, haben wir in diesem Package das Plakat, haben wir Kärtchen, haben wir Werbekärtchen, haben wir Visitenkärtchen. Und das gibt dann wie gerade ein Outfit. Und das ist eigentlich dann unbezahlbar, weil einzeln könntest du es auch machen, aber kommst du am Schluss aufs Gleiche eigentlich. Und die CD haben wir natürlich auch in Deutschland offerieren lassen, wo du eigentlich ein Drittel vom Preis würdest zahlen. Sind aber sehr knapp dran gewesen, weil wir alles müssen haben auf das Datum. Das ist ja der 7. Dezember, das müssen getauft werden. Einen Monat vorher hat man es müssen haben für die Journalisten und alles. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen da auf Neue, auf. Das ist nahe, sicher, die haben garantiert, dass es dann fertig ist, und so ist es geschehen. Da haben wir etwas drauf gezahlt und keinen Puff gehabt. Tun das eigentlich im Netz anbieten? Ja, auf diesen normalen Kanälen. Wir haben ein Label in Lausanne, Irascible, wo das dort reinstellt. Das kann man dann auch abladen, Stück für Stück. Man sagt heute oft, dass CD eigentlich nur ein Marketinginstrument ist, um Leute ein Konzert zu bringen, dass man ein Konzert verdient. Jetzt sind relativ, wie viele sind auf der Bühne da? Es geht um die 10. Es sind ja Künstler dort dabei, die ja eigentlich schon fast ein bisschen stark kommt haben. Ich dachte, Vera Kappeler ist Jazzpreisträgerin vom Svisa Stiftungspreis. Sie ist ZKB Jazzpreisträgerin. Sie ist ein Titel für sich. Michael Fluri ist dauernd mit Sophie Hunger auf Tournee. Xenia Schindler ist im Kammerorchester engagiert. Also eigentlich Leute, die eigentlich da auch aus Lust mitmachen. Und das ist noch nicht. Es ist noch nicht so, dass das Orchester rendiert. Also wenn ihr das Exil fühlt, rendiert auch nicht? Nein. Das wäre eigentlich eine Gage für 2, oder? Aber dann teilen es dann durch 10. Und wir haben aber ein bisschen Unterstützung vom Kanton, etwas für Konzerte noch. Also so auch das Trinkgeld. Und wir planen eigentlich jetzt für das 13. Wir planen jetzt für Januar, Februar, März 13 ein Blockkonzert, wo wir jetzt lange fertig einfühlen können.
einfühlen, auffüllen, eine Zeit, wo wir auffüllen mit Konzert. Und dann versuchen wir, so Orte können zu spielen, wo, ich sage dann eigentlich Kulturort, also subventionierte Betriebe, dass man irgendwann das mal noch ein bisschen zurückspielen kann, was man da schon alles investiert und auch Herzblut und auch Liebe für die Musik, für die Spaghetti-Western-Musik, die jetzt entstanden ist. So. Wunderbar, vielen Dank. Hast du am Schluss noch irgendetwas aus dieser neuen CD? Oh. Schwer, he? Schwer. Ohne Orchester. Du hast gesagt, ich mache eine spezielle CD, so ein bisschen Mehrwert bieten gegenüber etwas, um einen Abo. Kannst du es mal zeigen? Genau, wir, also, wir haben schon drei CDs gemacht und die zeichnen sich immer aus einer sehr schönen Gestaltung und einer raffinierten Kartonage. Es hat angefangen mit der schönen CD Los Dos, Flying Home, in diesem schönen Teppichdesign gehalten. Und aus diesem Teppichdesign kommen dann unsere Erinnerungen von New York City oder unser Treffpunkt im Tessin. Hinten drauf Ägypten und noch mehr Teppichmuster. Und im Innensleeve haben wir umgekehrt dann den Poster von Los Dos. Die Leute meinen immer, wir sagen irgendwie, wir haben so kleine Köpfe, sieht man da. Aber eigentlich sind wir einfach 4,80 Meter ab Boden gross. Und dann ist da drauf die schöne CD. Die ist schon total vergriffen, ist ein Sammlerstück. Ist für ja. CDs ja nicht unbedingt typisch. Das provozieren wir ja, dadurch, dass wir eben so Spezialitäten machen und nicht viel davon jeweils. Von der hat es gerade 500 gegeben. Und dann die nächste hat dann Boogie geheissen. Da haben wir uns von außen so vorgestellt, so Puffmutter und der kranke Sohn zusammen. Da ist die CD in so einer Büchliform gehalten, mit dem schönen Gürtel. Mit der Boogie-Familie. Hinten alle Kredits und Zeug. Und dann macht es irgendwie mit zwei Handgriffen. So. Hast du da nachher zack quasi den Poster vom Duo. Und mit zwei Handgriffen hast du auch wieder ein Booklet. Das ist der Trick. Und das macht es eigentlich so speziell. Und das gibt es einfach vom Internet so nicht. Und die allerneueste mit dem schönen Titel Hermanos. Los Dos und Orchester. Da haben wir jetzt in die Länge gebaut. Da haben wir jetzt eine Abwicklung gewählt, die einfach gerade die längste CD gibt, die ich je gesehen habe. Da steckt sie wieder schön da drauf. Und da haben wir auch die zwei Seiten von sehr schöner Gestaltung von Mascha Müller, unserer Hausgrafikerin. Das macht stolz. Und das gibt es eben eigentlich nur so physisch und von Hand. Gemacht und gefaltet.